Uwe Brandl, die Kommunen haben kein Geld mehr, kürzen wir also mal bei den Kindern und bei den Alten. Dann weißt du auch Bescheid, ihr seid ja schließlich nur Kartoffeln. Genug Geld ist da für die Ukraine, genug Geld ist da, ja, die will man ja wieder aufbauen, wenn das ganze Ding da mal zu Ende ist. Vorausgesetzt, Zelensky sollte sich halten, was ich sehr bezweifle, aber okay. Dann steckt man viel, viel Geld in das Klima, das klingt ja mal gut. Wo das Geld dann hin verschwindet, das weiß dann auch keiner. Das Hochwasser, ja, das geht immer so weiter. Offensichtlich funktioniert der Kampf gegen den Klimawandel nicht. Die Naturgewalten sind halt nicht beeinflussbar durch politische Zwerge und gekaufte Journalisten und ebenso gekaufte Wissenschaftler. Das ist eine schöne Zeit, in der wir leben. Ich wünsche euch dabei viel Glück und am 8. Januar nicht vergessen, wollen wir denen mal zeigen, wo der Hammer hängt.